Der Wolfram Schmidt stand voriges Jahr bereits im Finale. Aber unterlag durch Thorsten Schmidt, seinem Clubkameraden. Wolfram Schmidt ist 20 Jahre alt. Er trug 125 Kämpfe aus, gewann 88, verlor 32, boxte 5-mal unentschieden. DDR-Vizemeister 1985. In diesem Jahr Gewinner des Turniers in der KDVR. Sein größter Erfolg: Junioren-Europameister 1984. Trainer Otto Ramin. Den Vorteil, bedeutend größer zu sein als Siegfried Mehnert. Ringfrei zur zweiten Runde. Aber nahezu alle Gegner von Siegfried Mehnert, das ist der Milord der Ringrichter, waren und sind größer. Er kommt eigentlich damit klar. Kusovic, der starke Jugoslawe, gegen den er zweimal boxen musste, und viele andere. Rolf Karoly aus Halle, mehrfacher Meister der 60er Jahre. Ihn hatten wir noch nicht vorgestellt. Noch ein bisschen so sehr auf Sparflamme von beiden. Siegfried Mehnert macht gerade so viel, dass es reicht Siegfried in jeder Mehnert Runde. Ist 23 Jahre alt. Auf seinem Konto kommen insgesamt 161 Kämpfe, davon 148 Siege und 13 Niederlagen.
Er ist zweifacher DDR-Meister, mehrfacher Sieger bei internationalen Turnieren. Im Jahre 1985 Europameister und auf Platz 2 beim Weltcup. Trainer Hans-Jürgen Witte. Er dürfte schon führen, wenn auch nicht allzu viel passiert ist. Bring bis jetzt. Bei zur dritten Runde. Das ist der Hans-Jürgen Witte, der vorhin vorgestellt wurde. Der erste Mann in der Ecke. Rolf Karoly, den wir vorhin sahen, assistiert ihm. Ganz ruhig und nahezu unauffällig mit Körpertreffern boxt sich der Hallenser weiter nach vorn. Ein Riesenfight, das muss es ja auch nicht sein. Technisch gut, dieser Kampf klar und sicher geführt von Siegfried Mehnert gegen Wolfram Schmidt, Traktor Schwerin. So, was kommt dann noch? Enrico Richter und Mike Olesch. Enrico Richter hatte ja ein ganz großes Jahr. Dann Henry Maske und Mike Kudele. Hochinteressant wird wieder sein René Röhl und René Suetovius. Mike Heidig und Sven Langen, dann Uli Kaden und Lutz Philipp. Es ist der letzte Test in diesem Jahr.
im Mai geht es zu den Europameisterschaften und dann sehen wir alle noch einmal vorher im März zum Chemiepokal in Halle und da erwarten wir auch wieder das eine große internationale Begegnung. Sieger nach Punkten, Siegfried Meyert, SC Chemie Halle. Achtung, Siegerehrung. Die Auszeichnung nehmen vor Sportfreund Hans Richert, Mitglied des Präsidiums des Deutschen Boxverbandes der DDR und Sektionsleiter Boxen des SC Traktor Schwerin und Sportfreund Fritz Hopp, Hauptdirektor der VE Milchvereinigung Schwerin. DDR-Meister 1986 im Halbweltergewicht. Weltcup-Sieger SC Traktor Schwerin. Zweiter wurde René Obleger, SC Traktor Schwerin. Jeweils dritte Plätze belegen Andreas Otto, ASK Vorwärts Frankfurt-Oder. Und Jan Heinemann, SC Dynamo Berlin. So, nach der Siegerehrung in dieser Klasse kommen wir zum Halbmittelgewicht, 71 Kilo. Ehrung für den Juniorenweltmeister Wilko Seeger. Liebe Boxsportfreunde, in der nächsten Gewichtsklasse, dem Halbmittelgewicht, bestimmte über viele Jahre hinweg ein Schweriner Boxsportler das Geschehen im Ring. Er wird heute von seiner aktiven Laufbahn und aus der Nationalmannschaft verabschiedet. Die Ehrung nehmen vor der Generalsekretär des Deutschen Boxverbandes der DDR, Sportfreund Dr. Klaus Schahn, und der Verbandstrainer des Deutschen Boxverbandes der DDR, Sportfreund Günther Debert. Den stellte ich vorhin bereits vor. Er war einer unserer Besten. Dank und Anerkennung für seine hervorragenden sportlichen Leistungen gilt in dieser Minute noch einmal Michael Timm vom SC Traktor Schwerin. Und er kann seine feuchten Augen nicht verbergen, der mehrfache DDR-Meister. Und das ist Günter noch einmal eine Erfolgsbilanz. Insgesamt 122 Kämpfe, 109 Siege, dreifacher DDR-Meister. Er gewann 8 internationale Turniere, ist Europameister und Bronzemedaillengewinner beim Weltcup 1985, Michael Timm. Und liebe Schariner, setzen wir einen Punkt drauf. Michael, du warst 7. Enrico Richter. 9. Er bleibt dem Boxsport weiterhin treu. Und natürlich auch viel Erfolg in deinem neuen Sportstudium, Assistenztrainer bei Fritz Dudek. Er hat viel geleistet für den Boxsport und hat jetzt den Dank der 4000 entgegengenommen. Punktrichter, die Sportfreunde Brass, Batavia, Kästner, Wagner und Griesel. Finale im Halbmittelgewichtlimit, 71 Kilogramm. Es treffen aufeinander in der roten Ecke Enrico Richter, SG Wismut Gera. In der blauen Ecke Mike Oresch, SC Chemie Halle. So, nun, was zeigt der Vize-Weltmeister vor eigenem Publikum? Im Sommer schlug seine große Stunde in Reno in den USA. Ringfrei zur Zweiter der Welttitelkämpfe, damit hatte keiner gerechnet. Für viele auf der internationalen Bühne war er ein unbeschriebenes Blatt. In diesem Jahr gewann er noch den Japan Cup.
boxt seit 12 Jahren. Enrico Richter, der Titelverteidiger. 71 Kilo Neuauflage des Finals von 85. Mike Olesch aus Halle sein Gegner. Kontrollieren. Es ging zu weit nach hinten. Enrico Richter ist 25 Jahre alt. Er trug bisher 201 Kampf aus, gewann 151 Begegnungen, verlor 39, trennte sich 11-mal unentschieden. DDR-Meister 85. In diesem Jahr gewann er 5 internationale Turniere und ist Vize-Weltmeister. Trainer Rudi Hoppe. Enrico Richter boxt sehr rhythmisch, fast kubanisch. Von der Bewegung her kaum ein Schlag. Immer wenn einer kommt, ist das dann die Auftaktbewegung für eine weitere. Zur zweiten Runde. Bei ihm sieht Boxen schön aus. Geht auch nicht gleich 2-3 Schritte zurück, sondern nimmt den Oberkörper nur zurück, um dann sofort wieder im Angriffsbereich zu sein.
Detektiv. Max! Nun, Mike Olesch drückt mehr als im vergangenen Jahr. Der 20-jährige Mike Olesch bestritt 108 Kämpfe, gewann 77 und verlor 31 Begegnungen. Im Vorjahr der Vizemeister, in diesem Jahr auf Platz 2 beim TSC-Turnier in Berlin, Trainer Hans-Jürgen Witte. Die erste Runde hätte ich mit 2018 an Enrico Richter gegeben. Hier bin ich mir nicht so sicher, in diesem zweiten Gang. Ausgeglichen, vielleicht. Ringfrei zur dritten Runde. Nun muss Enrico Richter noch bangen um den Vorsprung, den er sich in der ersten Runde erarbeitet hat. Das hätte ich nicht gedacht, dass es am Ende noch knapp wird. Es war ein großes, aber auch schweres Jahr für den Gera. Box! Boxerisch ist Enrico Richter überlegen, aber mit der Kondition mangelt es diesmal ein bisschen. Box!
Schulter. Schulterstoß. Dranbleiben. Box. Mal links, weiter. Erst. Dann richtig aufbauen. Stopp. Runter. Box. Wenn es noch für Enrico Richter gereicht hat, war es dünn, was dann unterm Strich blieb. Mike Olesch gewann in diesem Jahr in Albena und Katowice, wir hörten es vorhin. Enrico Richter hat viele große Turniere bestritten, glänzte bei den Welttitelkämpfen. Und natürlich, nicht jeden Tag kann man diese Form halten und erst recht nicht über das ganze Jahr konservieren. Dann sehen wir wiederum eine Neuauflage. Ich sage dir, es gibt insgesamt 8 Neuauflagen. Das spricht dafür, dass sich die Besten bei uns wieder durchgesetzt haben. Henry Maske und Mike Kodele. ASK Kontra Chemie Halle. Das Urteil. Einstimmiger Sieger nach Punkten, Enrico Richter, SG Wismut Gera. '60-57 im Schnitt. Also ging jede Runde mit 20-19 an Achtung, den Gera-Boxer. Knapp. Das sind meist 3 Treffer Unterschied in einer Runde. Die Auszeichnung nehmen vor Sportfreund Oswald Bierwinkel, Mitglied des Präsidiums des Deutschen Boxverbandes der DDR, und Sportfreund Günther Dubeleit, stellvertretender Vorsitzender des BFA Boxen Schwerin. DDR-Meister 1986 im Weltergewicht, Siegfried Mehnert, SC Chemie Halle. Vizemeister wurde Wolfram Schmidt, SC Traktor Schwerin. Wie im Vorjahr, Wolfram Schmidt, Zweiter. Jeweils 3. Plätze belegen. Thorsten Lange, SC Traktor Schwerin. Und Dirk Krause, SC Traktor Schwerin. Bock von Berwinkel nahm die Siegerehrung vor einem Mann, der sich auch verdient gemacht hat um den Boxsport in unserem Lande. Siegfried Mehnert, 1982 das erste Mal. Und nun in diesem Jahr wieder. Das Kampfgericht für die nächste Begegnung. Ringrichter Sportfreund Baumgart. Punktrichter die Sportfreunde Roller, Larius, Schlotter, Rast und Jecke. So, falls Sie sich zu Hause mit dem Mittagessen ein bisschen einrichten wollen, wenn hier alles normal über die Bühne geht, dann wird bei uns noch rund eine Stunde geboxt. Gustav Baumgart, der nächste Ringrichter. Das Finale im Mittelgewicht mit 75 Kilogramm beschreiten. Maiko Dehn. Herr Rotenecke, Henry Maske, ASK Vorwärts, Frankfurt Oder. In der blauen Ecke, Kudele, SC Chemie Halle. So hieß es auch vor einem Jahr, als beide in Rostock vorgestellt wurden bei den DDR-Meisterschaften. 5-0 Sieger.
vor 12 Monaten Henry Maske. Der Europameister. Ringfrei zur ersten Runde. Weltcupsieger und Zweiter der Weltmeisterschaften. Und der Henry Maske, meine lieben Zuschauer, das wissen Sie, ist ja auch wie Thorsten Koch kein Boxer, der seine Gegner durch den Ring jagt, der nachsetzt, der fightet. Auch ein kühler, ruhig wirkender Boxer. Taktisch klug. Der den Zuschauern meist nie viel bietet, den Fachleuten mitunter dagegen mehr. Wir haben große Kämpfe von ihm gesehen, taktisch souverän geführt. Bei manch anderen sind wir fast verzweifelt, weil er zu wenig tat. Glaubte, es müsste reichen und es ging dann schief. Aber wie er sich seinen Kampf aufteilt, das ist mitunter erstaunlich. Die Übersicht, die er behält. All diese seine großen Erfolge können ja nicht zufällig sein. Da steckt schon was dahinter. Box. Stopp. Na, was gibt's? Irgendwas stimmt nicht. TSC-Trainer, Sport von Anfang weg. Beide wissen, dass natürlich hinter jedem Schlag was stecken kann, sagt
sagte schon einmal, der Berliner ging K.O. in dem letzten Kampf. Musste so Tobias aus dem Ring genommen werden. Sie haben sich die Punkte geteilt, Tasten in der ersten Runde. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen schärfer. Absolut ausgeglichen. 26 Kämpfe, davon 108 Siege und 18 Niederlagen. Er ist zweifacher DDR-Meister, gewann den Chemiepokal in Halle sowie die Turniere in Venedig und Wien. Trainer Hans-Jürgen Witte. Nach dem, was alles bislang zwischen den beiden schon los war, als man mit hochgeklapptem Visier geboxt hat, da flogen die Fetzen, jetzt weiß man.
Bloß jetzt haben beide nur noch 3 Minuten Zeit. Nun muss einer deutlich besser werden. Tovius zögert noch mit seiner linken Schlaghand. Da kam noch nicht viel. Es ist jetzt ein... einfache Sache. Bringt Suetovius seine linke Schlaghand, kann er den Kampf gewinnen, bringt er sie nicht, verliert er. Links tief. Box. Rollte auf die Leber, kam aber auf die Gürtellinie. Die linke von Suetovius hat gerade geschlagen zum Kopf. Das war die rechte von Rühl. Die Antwort darauf. Das kommt beiden entgegen. Willkommene Pause. Die Schlaghände entscheiden. Die Schnürung. Der Gott. Naja, da ging ein bisschen die Sicherung durch. Spannung lag über dem Kampf. Wer hat gewonnen? Tovius konnte nicht so, wie er wollte. Sehen Sie, immer wieder kam die rechte Hand des Berliners noch einmal. Und da braucht man natürlich die linke zur Deckung am Kopf. Hochinteressant. Einer der schönsten Kämpfe des Tages. Aber fragen Sie mich nicht, wer gewonnen hat. Dazu waren wir vielleicht alle ein bisschen mit so sehr aufgeregt. Es könnte René Rühl haben. Aber wie gesagt, das kann genauso und anders sein. Hätte man schon sehr gewissenhaft mitpunkten müssen. Das Urteil. Na mal sehen. Sieger nach Punkten. Also schon nicht einstimmig. Suetovius. Suetovius. 3-2 oder 4-1. 1-2. 3-2. Ein denkbar knappes Urteil. Adolf Angrick, der TSC-Trainer, ist fassungslos drüben auf der anderen Seite. René Rühl noch im Ring. Das war ein guter Kampf, ein großer Kampf von beiden. Aber ich habe es gleich gesagt, es wird denkbar dünn, sehr, sehr knapp. Beiden
unseren Dank. Die Auszeichnung nehmen vor Sportfreund Günther Lebert, Verbandstrainer des DBV der DDR und Mitglied des Präsidiums des DBV der DDR und Sportfreundin Gertrud Schulz, Mitglied des Rates des Bezirkes Schwerin, Leiterin der Abteilung Jugendfragen, Körper, Kultur und Sport. DDR-Meister 1986 im Mittelgewicht. Henry Maske, ASV Vorwärts, Frankfurt-Oder. Henry Maske, und ich brauche all dem, was ich gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Jeweils dritte Plätze belegen André Alsleben, SC Chemie Halle. Und Jan Grigisch, SC Dynamo Berlin. Also dann, Henry Maske wie all unseren anderen Boxern, ein neues, ein erfolgreiches Boxjahr. Liebe Zuschauer, wir kommen zum Schwergewicht, zum vorletzten Kampf. Das Kampf, Mike Heideck das und Sven Lange. Für die nächste Begegnung Ringrichter Sportfreund Schotter, Punktrichterlich Sportfreund Emil Lott, Roller, Schenk, Mika und Wagner. Sven Lange, der Titelverteidiger. Vor einem Jahr gewann er gegen Mike Heideck im Finale. Im Schwergewicht Limit 91 Kilogramm treffen aufeinander. In der roten Ecke Mike Heideck, SC Dynamo Berlin. In der blauen Ecke Sven Lange, SC Frankfurt Schwerin. Und vor zwei Monaten traten beide wieder, vielleicht erinnern Sie sich, beim TSC-Turnier in den Ring. Und da langte Mike Heideck zu und Sven Lange fand sich auf dem Allerwertesten wieder und musste von seinen Trainern gestoppt werden. In der ersten Runde geschah das. Sven Lange, helles Hemd. Sven Lange, der im vorigen Jahr triumphierte über Heideck, ist natürlich gebannt. Weiß, was von der anderen Seite kommen kann. Schnell, schnell.